14, 16. Frisch aus dem Kessel kommen die Brühwürste, die Fleischergeselle Frank Bohrmann für die Kundin abzählt. Sie hat gleich ihren eigenen Kessel mitgebracht, wie die meisten anderen auch, die sich seit 5 Uhr morgens in die Schlange auf dem Hof der Fleischerei einreihen. Eine Schlange, die in den nächsten Stunden kaum kürzer wird. Die freuen sich schon drauf. Ja, machen wir ab und zu. Und schmecken die hier? Sehr gut, sehr gut. Ja. Werden sie nicht bereuen. Und wann gibt's die dann? Gleich früh auf Arbeit. Gleich frisch, die ist noch warm. Dankeschön. Früh, 6:30 ist Bockwurst, ja. Ja. Jede Woche? Jede Woche. Außer im Urlaub. Frische Brühwurst ist hier wirklich frisch, weil Herstellung und Verkauf fast parallel laufen. Fleischermeister Bernd Gawalski hat das Geschäft von seinem Vater übernommen und natürlich auch die Rezepte. Für seine Brühwurst zerkleinert er zuerst mageres Rind- und Schweinefleisch. In einer Kutter genannten riesigen Püriermaschine wird aus dem groben Fleisch feines Wurstbrät. Dazu kommen noch etwas Fett, eine streng geheime Gewürzmischung und Eis. Man könnte das genauso gut mit Wasser machen, aber man braucht die niedrige Temperatur, um den Eiweißaufschluss zu erreichen, damit die Masse emulgiert. Sonst würde keine Bindung entstehen. Und fehlt die Bindung, hätte das Fleischbrät nicht die gewünschte Qualität, um ohne Lufteinschlüsse in Naturdarm abgefüllt zu werden. Das Gewicht wird Wurst für Wurst genau abgemessen. Also es ist über 100 Gramm Rohgewicht im Prinzip, so dass die Wurst dann am Ende, wenn sie fertig ist, dann für alle Fälle 100 Gramm hat. Ja. Man hat ja Kochverlust, ne? Ein bisschen. Ja, wie jetzt zum Beispiel, wenn du das dann noch auskühlst und gibst das dann als Bockwurst in den Laden durch die Kühlung und dann liegt es noch, ne, im Kälzen, Kühlhaus noch 2 Tage oder so, da ist so ein Verlust da. Und 100 Gramm sollte eine Bockwurst schon haben eigentlich. Die etwas blassen Würste haben im Rauch von Buchenholz eine halbe Stunde Zeit, ihren Geschmack zu entwickeln. Doch was ist jetzt das Besondere an der Wurst aus dem Kessel? Eigentlich ist es nur die Frische im Prinzip jetzt. Eine Bockwurst ist schon mal abgekühlt. Die hat schon mal im kalten Wasser gelegen und ist einfach durchgekühlt. Das ist halt frisch. Besser geht's nicht, also frischer geht's nicht halt. Nur wie ein frischer Kuchen, frisches Brot. Schmeckt halt auch anders, als wenn du es erstmal schon den nächsten Tag dann isst. Heiß und mit Brühe aus dem Kessel. So lieben die Kunden ihre Wurst. Und so mag sie auch der Seniorchef und Erfinder am liebsten. Der selbstständige Fleischermeister hatte in der Planwirtschaft die umsatzsteigernde Idee. Das war ungefähr 72, haben wir angefangen damit. Und das ist dann jede Woche immer mehr geworden, jedes Jahr zu mehr. Für viele ist seit Jahrzehnten der Mittwochmorgen ein Pflichttermin. Der erste haben wir 1988 gegessen. Und dann hat sich das so eingebürgert mit verschiedenen Arbeitsorten von mir. Gegen 9 Uhr wird es vor der Tür und am Wurstkessel etwas ruhiger. Endlich Frühstückszeit für Meister Gawalski, seine Verkäuferin und die Gesellen. Und es gibt, richtig, Kesselwurst geht auch hier am besten. Immer. Das geht immer. Bis zum nächsten Mittwoch auf mindestens eine Kesselwurst in Großenheim.